Willkommen bei Nerdfunk mit dem neuen Samsung Series 5 Touch Ultrabook hier. Das Serie 5 kennt ihr schon, wurde auch schon ein paar Mal getestet. Jetzt kommt das allerdings mit Touchscreen. Funktioniert wunderbar schon. Wird wahrscheinlich mit dem Launch von Windows 8 im Oktober dann hier vorgestellt. Und wir sehen, können auch ganz einfach hier zwischen den verschiedenen Programmen durchscrollen und natürlich hier dann wieder zurück ins Metro gehen. Ansonsten, Serie 5 kennt ihr ja schon, nichts Besonderes. Wir haben HDMI, USB-Netzwerk und Stromanschluss, beziehungsweise hier ist noch ein Kopfhörer und Mikrofon in einem. Ihr seht, ist alles schon schön angeschlossen. Dann haben wir hier nochmal zwei USB-Kartenleser und auch mehr nicht eigentlich angebaut. An der Front ist nichts, es ist immer noch ein schön dünnes Gerät. Das ist noch nicht die finale Version, deswegen ist das Display noch ein bisschen wackelig, aber ansonsten ist es immer noch schön aus Metall und wird auch bestimmt unter 1000 Euro bleiben, wie auch bisher. Ja, ich glaube, von Windows 8 muss ich euch nicht viel zeigen, aber ihr merkt es wirklich, es läuft wunderbar. Wir haben oben noch eine Webcam angebaut, also das wäre eins vielleicht der interessantesten Geräte, die es gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Nerdfunk, mein Name ist Balasch Karl und bis zum nächsten Mal. Das war das Samsung Series 5 Ultra Touch. Hey,